Ja, servus Leute. Wie ihr schon erfahren habt, gibt es jetzt was ganz Neues auf dem Markt von D-Cloud. Das sind Früchte zum Rauchen. Wir haben jetzt gerade Strawberry, also Erdbeere. Die Firma kommt aus den Niederlanden. Das heißt Shisha Fruits, ganz normal die Marke. Ist ja auch klar. Ich würde sagen, wir rauchen die Früchte heute im Tonkopf mit zwei Lagen Alu drüber. Komplettlochung und dann noch einen Bro-Hood drüber, also Kaminaufsatz. Ich schneide es jetzt einfach mal geschwind, weil die mir einfach zu groß sind für den Tonkopf. Mir ist es zu groß. Ich schneide die einfach ein bisschen kleiner. So, dass es so kleine Flöckchen sind. Und dann seht ihr, wie wir den Kopf bauen und dann damit rauchen und ein kleines Review drüber machen. Also bis gleich. Also Leute, das sind jetzt die Früchte klein geschnitten. Ich baue den jetzt mal ganz normal, wie wenn ich Tabak benutzen würde. Einfach locker flockig in den Kopf fallen lassen, würde ich jetzt mal behaupten. Schöner Teller, ich weiß. Das sieht aber ganz interessant aus. Es riecht so lecker nach Erdbeermarmelade. Direkt Hunger. Der Hersteller gibt an, dass man 10 Gramm benutzen sollte. Aber das variiert ja je nach Kopf. Rauchdauer 2-3 Stunden sind angegeben. Was ich jetzt gleich mal dagegen behaupte, dass das nicht stimmt, werden wir aber natürlich testen. So, jetzt mal alles ein bisschen andrücken. Dass es nicht verwackeln kann quasi. Hier fehlt noch was. So. Dann mache ich noch die Löcher frei. Dass man einen schönen Durchzug hat. Hier ist schön frei. Durch die großen Stückchen, sage ich jetzt mal noch, ist ja relativ groß noch. Im Gegensatz zu Tabak kann man auch die Löcher super frei machen, wie man sieht. So, noch ein bisschen zurückdrücken. Da ist ja noch ein bisschen was übrig geblieben. Die Packungen beinhalten 50 Gramm so Früchte. Vielleicht wird es da mal größere geben. Größere Packungen. Ganz normale Komplettlochung würde ich da mal empfehlen. Dass man das auch gut vergleichen kann mit anderen rauchbaren Substanzen wie Steine oder Tabak. So, ich würde sagen, es reicht. Ein Kamin oben drüber. Ja, es sitzt gerade. Also bis gleich. Servus Leute. Willkommen zum wirklichen Testen der Rauchfrüchte. Wie der Geschmack ist, wird wohl der erste Punkt sein. Das wäre auch mal ein bisschen. Wie schon gesagt, schmeckt, riecht nach Erdbeermarmelade. Geschmacklich, was meinst du? Ist richtig gut, aber gerade Birne gerade. Raucht extrem, wie man sehen kann. Bin echt überrascht. Boah, das ist brutal. Aber das verbrannt ist nicht so wie beim Tabak, sondern das schmeckt halt ein bisschen stärker. So ein bisschen. Aber das ist richtig lecker. Das schmeckt wie rauchbare Erdbeermarmelade. Jetzt sehe ich nichts mehr, danke. Also, Geschmack ist da, Rauch ist auch da. Jetzt sehen wir mal, wie lange es hält. Vielleicht machen wir einen Schnitt und filmen nachher nochmal. Also Rauch, wow, schon, wow. Hammermäßig überrascht, schmeckt richtig, richtig lecker. Richtig gut nach Erdbeere, weil natürlich kein Nikotin ist oder so. Ballert er auch nicht. Drückt nicht oder kratzt nicht. Also das ist wie Steine.
Hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Also dass es so geil ist, absolut nicht. Hätte ich auch nicht gedacht. Die raucht aber schon, sie fragt, bis es durchhält. Aber Rauch ist Wahnsinn, Geschmack ist auch sehr lecker. Also was ich jetzt schon sagen kann, wenn die Tabaks, beziehungsweise jetzt diese Früchte, vergleichbar mit Tabaks so rauchen schon, dann glaube ich, dass man richtig lang rauchen kann damit. Klar, es ist natürlich nicht wie Tabak. So, das fehlt auch ein bisschen was. Ja klar, es fehlt was. Es gibt ja nicht den Nikotinkick, den du brauchst, wenn du wirklich auf Cheat rauchst. Aber es ist wirklich spaßig, das zu rauchen. Für zum Beispiel die, wo nicht auf Shisha rauchen. Da hast du wirklich den Dampf, den du willst und den Geschmack, den du willst. Das ist einfach perfekt, so wie ich das jetzt gerade sehe. Das schmeckt richtig lecker nach natürlicher Erdbeere vom Feld, ey. Und ich würde sagen, wir rauchen jetzt eine Weile, eine halbe Stunde rum und dann melden wir uns zurück. Okay, bis gleich. So, dann, ne? Halbe Stunde ist rum. Ja, was sagst du zu den Früchten? Also, nach einer halben Stunde ist der Geschmack noch da. Ups, das war dein Schluck. Also der Geschmack ist noch da auf jeden Fall, raucht auch noch extrem, finde ich. Ja, rauchen tut es echt noch gut. Verträgt auch noch mehr Hitze, habe ich so das Gefühl. Aber die Kohle, die Kühle. Rauch soll nicht gut warm. Ist auf jeden Fall krass, wie das sich entwickelt. Also das habe ich nicht gedacht. Diese Früchte, die kann man jetzt noch nicht kaufen. Wir waren ja auf der Messe und haben so gefragt und die haben gemeint, dass sie noch einen Vertriebspartner suchen. Also gerade einen Online-Shop, wo es dann verkauft für die. Hier in Deutschland. Und ja, das wird wahrscheinlich so 3 Monate dauern, denke ich mal. Ja, müsst halt warten. Auf jeden Fall könnt ihr euch drauf freuen. Die, wo jetzt nicht so Tabak rauchen, das ist auf jeden Fall sehr geil. Ja, wir zeigen auch noch gleich, wie das dann aussieht im Kopf, wenn er fertig geraucht ist quasi. Bis jetzt läuft es ja noch. Von uns eine klare Empfehlung zum Kaufen dann, wenn es einen gibt. Für die Leute, die halt eher so vielleicht noch nicht so alt sind, um Tabak zu kaufen. Ja, wenn Früchte rauchen. Also wir rauchen jetzt noch ein bisschen weiter. Gucken wir mal, wie lange er hält. Wir rauchen jetzt, bis nichts mehr geht. Dann würde ich sagen, machen wir mal ganz kurz an. Ja, dann geben wir noch ein kurzes Feedback und zeigen, wie es dann aussieht im Kopf. Ja, servus. Wie man sieht, nach einer Stunde rauchen jetzt. Es ist noch leicht feucht innen drin, die Früchte, aber außen ist es einfach völlig verbrannt. Ich weiß jetzt nicht, also wenn das 3 Stunden rauchen soll, dann heiße ich Hans. Das war eine ganz komische Konsistenz, wie so Marshmallows. Irgendwie, mir kommt so vor, als ob man die ganze Feuchtigkeit... Also Leute, mir kommt so vor, als ob man irgendwie die ganze Feuchtigkeit aus der Erdbeere rausgeraucht hat und einfach nur noch die Zellen verbrannt übrig sind. Weil das ist ganz fluffig, das Zeug. Das ist richtig fluffig. Sieht es denn aus? Dampft noch ordentlich. Also. So Leute. So. Wir sollen jetzt fertig mit den Erdbeeren rauchen. Und mein Fazit ist, die sind super geil. Rauchen gut, schmecken super. Wir haben jetzt nach einer Stunde aufgehört, weil wir einfach keinen Bock mehr drauf hatten. Weil das ist der einzige Kritikpunkt von uns. Und ja, das gibt uns halt nichts, da fehlt halt irgendwie das Nikotin, ist genauso wie bei Steine. Also wir empfehlen das trotzdem, aber für die Leute, die halt Tabak gewohnt sind, ist das nicht so wirklich das Wahre. Also Leute, ciao. Ja, ey. Ciao.